Danke. Natürlich. Liebe Bürgerinnen und Bürger, beste Grüße von Andrea Nahles. Leider kann sie heute nicht hier sein, beziehungsweise will. Man steckt nicht drin. Darum lassen Sie mich einige Worte zu Causa Nahles sagen, dieser unverstandenen großen Dame der SPD. Frau Nahles sieht ein, dass der gemeine Bürger, der in Mischgewebe durch die Innenstädte äumelt, nicht die großen politischen Zusammenhänge verstehen kann. Der Fall Maaßen ist ein solcher. Böser angeeckter Stratege, zack, wegbefördert, dann wieder nicht. Und Frau Nahles soll jetzt schuld sein? Gut. Würde man den Fall Maaßen auf die Privatwirtschaft ummünzen, hieße das, dass man der Supermarktverkäuferin sagt, was Sie gemacht haben, war falsch. Deswegen bleiben Sie im Unternehmen, aber als Baggerfahrer. Oder weißt du was? Kassier einfach weiter. Tschüss. Das ist sehr schwer zu vermitteln nach außen. Da hat Frau Nahles sich keinen Gefallen mitgetan. Immerhin hat sie ihren Fehler jetzt zugegeben. Es ist auch besser so, wenn man am Tatort mit der Axt in der Hand erwischt wird. Es läuft einfach alles schief gerade. Die SPD soll eigentlich eine Partei fürs Volk sein. Aber dadurch, dass man dieser Tage nur mit den echt wütenden verlässlich Stimmen einsackt, wirkt die SPD wie eine Schlecker-Filiale, die einfach nicht zumachen will. Ohne ein Konzept, das irgendwie trendig wäre. Nichts mit Ausländer raus, Grenzen zu oder mir, san mir. Sondern einfach nur so Stoffeligkeiten wie Rente sicher, Frauenquote, bezahlbarer Wohnraum. Mit sowas zieht man heute keinen Hering mehr vom Rost. Frau Nahles weiß das. Sie kennt dieses Land. Sie hat immerhin 20 Semester Germanistik und Politikwissenschaften studiert. Ja gut, in der Zeit hätte sie auch dreimal hintereinander Maler und Lackierer lernen können, oder? Oder einmal Arzt werden, danach noch zweimal Pilot. Will sagen, sie könnte heute eine HNO-Praxis in der Boeing 747 betreiben, aber nee, SPD. Als Chefin, die Pippi Langstrumpf-Lieder singt, vor anderen Erwachsenen. Im Fernsehen. Apropos, wie konnte Frau Nahles Herrn Seehofer so vor die Pumpe laufen? Unter uns, das war doch klar, dass der alte Silberrücken jede Chance nutzt, Frau Nahles bloßzustellen. War es nicht Horst Seehofer, der sagte, Ihre Aufgabe ist es, meinen Untergang zu bewerkstelligen. Daher bin ich mir nicht sicher, wie viel Erfolg ich Ihnen wünschen soll. Doch ich weiß, dass wir viel Spaß haben werden. Nein, das war nicht Seehofer, das ist ein Zitat von Hannibal Lecter, aber näher kommen wir heute nicht mehr dran. Was? Horst Seehofers Talent, politische Gegner im Vorbeigehen wegzufrühstücken, lässt 6 Staffeln House of Cards wirken wie eine Folge Peppa Wutz. Und jetzt wird Frau Nahles wahrscheinlich keine Bundeskanzlerin mehr. Und das ist bedauerlich. Wir alle hätten doch nur zu gern gesehen, wie sie nach der Wahl vor die Weltpresse tritt, mit den Armen rudert und sagt, so Leute, jetzt gibt's doch die Fresse, ihr Schwachmaten. Ich habe ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, aber ätschi bum bätschi bum bum. Tja. 20 Semester Germanistik. Wie gesagt, man steckt nicht drin. Dankeschön.